zum Gemeinwohl. Zitat Ludwig Erhard, der schon angesprochen wurde, der sogenannte Vater der sozialen Marktwirtschaft, nicht ihr Erfinder. Dass ich eine Wirtschaftsverfassung anstrebe, die immer weitere und breitere Schichten unseres Volkes zu Wohlstand zu führen vermag. Am Ausgangspunkt stand der Wunsch, dass eine breit geschichtete Massenkaufkraft die alte konservative soziale Struktur endgültig überwindet. Dass sich die Finanzwirtschaft, die Blase ohne Basis, vervierzigfacht hat und die reale Wirtschaft nur um vervierfacht hat, dann ist das doch nicht mehr die Wirtschaft, wo der Konsument entscheidet, ob er sich jetzt diesen Kugelschreiber kauft oder diesen hier. Sondern da spielt sich doch Wirtschaft in der Finanzwirtschaft auf einer völlig anderen Ebene, weit jenseits jedes Konsumenten ab. Da dürfen wir doch nicht so tun, als ob wir noch bei Ludwig von Mises wären, der so schön gesagt hat, der Gewinn des Unternehmens ergibt sich daraus, dass er die zukünftigen Bedürfnisse der Verbraucher besser vorhersieht, als seine Konkurrenten und sein Kapital entsprechend einsetzt. Ja. Der setzt aber sein Kapital nicht mehr für Bedürfnisse ein, sondern der spekuliert an der Börse. Oder der spekuliert in Derivaten. Das wissen Sie doch mindestens so gut wie der Herr Reidl. Im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, das ist ein Symptom einer Gesellschaft, die keine anderen Werte mehr kennt, außer das Geld. Und wir müssen das Leben ins Zentrum bringen. Und das, was dem Lebendigen dient, dafür müssen wir auch Rahmenbedingungen schaffen. Und die Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, die dienen dem Finanzkapital, Renditen herauszuschlagen, wo nichts ist, wo nichts Reales ist. Und alles, was Renditen bringt, ist in diesem System gut und rechtens. Egal wie sinnvoll und notwendig was ist, ist nicht existenzwürdig und existenzfähig, wenn es keine Renditen bringt. Gemeinwohl, das hat nicht der Herr Felber erfunden und das hat auch nicht unsere Bewegung erfunden, sondern das steht zum Beispiel in der Bayerischen Verfassung. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl und damit ist die private Wirtschaft gemeint, genau wie Sie es jetzt dankenswerterweise schön auseinandergeglaubt haben. Und der springende Punkt ist eben, dass das oberste Ziel der privaten wirtschaftlichen Unternehmen ein Dienst am Gemeinwohl ist, damit dann alle zusammen das Gemeinwohl mehren. Das steht in verschiedensten, auch in der Schweizer Verfassung, steht sogar als Ziel der Eidgenossenschaft in der Bundesverfassung die gemeinsame Wohlfahrt. Also genau das Gleiche. Am Weltspartag erzählen uns die Banken von den beiden Bilanzseiten, von den Sparzinsen und von den Kreditzinsen, nur eine Seite, also 50% der Wahrheit. Und sie zeigen uns nur, schau her, das habt ihr als Sparzinsen. Und ihr alle kriegen solche Zähne und solchen Geifer und wollen die Sparzinsen. Und sie sagen uns aber nicht, dass wir dieselben sind, die die Kreditzinsen zahlen, weil die Unternehmer die Kreditzinsen ihre Produkte und Dienstleistungen, ganz kurz noch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ihnen die Banken am Weltspartag nicht dazu erzählen. Denn zahlen die gleichen Konsumenten und Konsumentinnen, aber es zahlen nicht alle gleich, sondern es zahlen nur die, die relativ wenig verdienen, deshalb fast das ganze Einkommen ausgeben und die relativ geringes, ganz kurz noch, Sie halten uns noch eine halbe Minute aus. Heute alles ausbringen. Genau. Und die ein Relles. Wir wollen auch an die Zuseher denken. Genau. Und die Zuseher sollten aber auch erfahren, dass die Kreditzinsen von den Sparenden bezahlt werden und 90% der Sparenden kriegen weniger Sparzinsen, als sie dann über den Konsum an Kreditzinsen bezahlen. Und nur 10% haben ein so hohes Vermögen, dass sie mehr Sparzinsen bekommen, als sie an Kreditzinsen bezahlen. Der Vorschlag ist, dass Banken verpflichtet werden, dem Gemeinwohl zu dienen, wenn sie weiterhin, das ist die Übergangszeit, wenn sie weiterhin öffentliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Wir könnten allen Banken vor die Alternative stellen. Entweder ihr verpflichtet euch, dem Gemeinwohl zu dienen, zum Beispiel den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wir alle fördern wollen, zu helfen. Und dann kommt es in den Genuss sämtlicher staatlicher Unterstützungsleistungen, Zugang zur Zentralbank, Spareinlagensicherung, der Staat macht Geschäfte bei euch. Und im äußersten Notfall würde er nur eine gemeinwohlorientierte Bank retten. Und die Banken, die sich dafür entscheiden, auf Gewinn und Maximierung und Spekulation umzusteigen, die kriegen keinen Zugang zur Zentralbank, die kriegen keine Spareinlagensicherung, mit denen macht der Staat keine Geschäfte. Und wichtigstens, er rettet sie nicht, weshalb sie maximal eine Bilanzsumme von 30 Milliarden Euro annehmen dürfen. Dann sind sie nämlich ökonomisch nicht systemrelevant und sie sind auch politisch nicht systemrelevant. Die politische Systemrelevanz ist noch gefährlicher als die ökonomische Systemrelevanz. Englisch heißt das so schön, too big to jail, also zu fett, um ins Gefängnis zu passen, weil die wehren sich dann mit Erfolg gegen ihre Regulierung, die wehren sich dann mit Erfolg gegen eine Finanzmarktaufsicht, die wehren sich mit Erfolg gegen die Zulassungsprüfung für Derivate, die wehren sich mit Erfolg dagegen, dass der Schattenbankensektor... Aber das ist der Kern des Problems, das ist ein demokratisches Problem. Im Jahr 2002 kontrollierten die 10 größten US-Banken
55% aller von Finanzinstituten gehaltenen Vermögenswerte heute sind 77. Das heißt, da sind Giganten entstanden, die sich einer Regulierung offensichtlich bereits entzogen haben. Und deshalb ist die Frage, wer kann noch regulieren? Der Ritzinger ist dran. Wenn man sich Amerika anschaut, kommt der Verdacht auf, die USA anschaut, kommt der Verdacht auf, aufgrund der Macht der Banken, auch der finanziellen Macht der Banken, dass sich das demokratische System einem plutokratischen System nähert, sprich, dass das Geld anschafft, wie die Politik stattfindet, wenn es nicht schon mittendrin ist. Wenn man sich anschaut, wie die Großbanken und die Hedgefonds einzelne Kandidaten bis in den Kongress hinein, also das ist ja nicht nur der Präsident, sondern auch die Kongressabgeordneten, gibt es 460 oder was, wenn ich es recht in Erinnerung habe, jeder wird dort ganz gezielt gefördert, wenn er die Interessen dieser Spekulanten bedient. Sind wir da nicht nur in Amerika, sondern auf der anderen Seite hier in Europa, riesige Arbeitslosigkeit, 56% Jugendarbeitslosigkeit. Ist da das demokratische System in dieser Wirtschaftskrise, und jetzt rede ich noch gar nicht davon, wenn dieses kapitalistische System, wie wir es jetzt haben, wirklich einmal zusammenkrachen sollte, was ja niemand bei dieser Blase ausschließen kann, ich glaube auch Sie nicht bei allem Optimismus, sind wir in der Gegend einer schleichenden Entwertung bis Gefährdung unserer Demokratie? Wir haben eine Unterordnung der Politik oder der mehrheitlich der Politik unter das Diktat der Finanzmärkte. Also ich war selber im Bundeskanzleramt, als im Gespräch mit den Oppositionsparteien, als es um ESM und Fiskalpakt ging. Und da war ganz ernsthaft davon die Rede, die Politik muss das Vertrauen der Finanzmärkte wiederherstellen, also in die Politik. Es muss praktisch die Investoren dort beruhigen. Und man sieht offensichtlich keine Alternative dazu, als die Politik den Mechanismen der Finanzindustrie unterzuordnen. Und das ist in hohem Maße Entdemokratisierung, weil das die Spielräume der Politik, der Demokratie einengt. Man gibt zum Teil den anderen Ländern, den Schuldnerländern Auflagen, die nichts mehr mit Demokratie zu tun haben, in Verträge mit Ewigkeitscharakter wird eingemeißelt, was Regierungen, ob sie links oder rechts oder in der Mitte sind, zu tun haben. Und die Bevölkerung soll nichts mehr zu sagen haben. Und ich glaube, dass wir dringend darauf angewiesen sind, hier einem anderen Primat zu folgen. Wir müssen praktisch wieder ein Primat haben der Politik über die Wirtschaft. Also wir müssen quasi die Demokratie dringend stärken, und das heißt Finanzmärkte regulieren, das heißt wieder den öffentlichen Sektor stärken, sodass Politiker tatsächlich auch über was entscheiden müssen. Also die Gefährdung der Demokratie beginnt genau in dieser Formulierung, eine marktkonforme Demokratie. Man sagt ja, dass sich die Demokratie dem Markt anpassen muss, das ist das Ende der Demokratie. Wir brauchen einen demokratiekonformen Markt. Der Markt muss so ausgestaltet werden, dass er die Demokratie nicht gefährdet. Das heißt unter anderem, dass sich wirtschaftliche Macht nicht zu sehr konzentrieren darf. Es hat der Chefökonom vom Internationalen Währungsfonds, der Herr Simons, nach seinem Rücktritt natürlich, hat gesagt, die wichtigste Ursache der ganzen Finanzkrise ist, dass sich wirtschaftliche Macht zu sehr konzentriert hat, sagt der größte Insider von diesem gesamten Karussell. Das heißt, wenn wir die liberalen Gedanken ernst nehmen wollen und die Überkonzentration von Macht verhindern wollen, dann brauchen wir eben eine Obergrenze für Privateigentum, nicht gegen Privateigentum, eine Obergrenze. Wir brauchen eine Obergrenze für Konzernmacht, wir brauchen eine Obergrenze für Bankbilanzen, und nur dann kann der Markt funktionieren. Der Markt funktioniert nur dann, wenn sich die Macht nicht so sehr konzentriert. Wir müssen deshalb, glaube ich, gesellschaftlich bestimmen, was überhaupt Märkten zugeordnet wird und was, jetzt benutze ich mal den Begriff, gemeinwohlorientiert ist. Und was reguliert und wie diese Märkte reguliert werden müssen. Da sind wir aber weit davon weg. Also ich will noch mal die These wiederholen. Wir brauchen einen breit entwickelten öffentlichen Sektor. Den gesamten Sektor Gesundheitswesen, Altenpflege, öffentlicher Personennahverkehr, der bedarfsorientiert organisiert ist und eben nicht profitorientiert. Weil ich will nicht, dass Kranke profitorientiert gesund gepflegt werden. Ja? Und ich will nicht, dass Kinder wettbewerbsfähig erzogen werden. Also brauchen wir einen starken Sektor. Dieser Sektor muss ausgedehnt werden. Und da müssen wir schon drüber reden, ob es richtig ist, dass Kernfelder der öffentlichen Daseinsvorsorge, Gesundheitswesen, Rentensysteme, meines Erachtens auch Energie, Wasser, Post.
Wohnen, viele andere Dinge mehr, ob wir das dem Markt und damit Wettbewerb und Profitlogik unterordnen oder ob das nicht bedarfsorientierte Güter sein müssen. Staat ist mehr als gefordert bei seinen Kernaufgaben. Das ist Bildung, das ist öffentliche Sicherheit, das ist Grundlagenforschung, das ist ein sicheres Rechtssystem, wo es keine Korruption gibt und wo im Gesetzeswesen die Ansprüche durchgesetzt werden können. Ich stimme mit Ihnen überein, dass Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge, dass diese Unternehmen nicht einfach dem Markt zugeführt werden sollen. Es ist wichtig und es ist nachhaltig und vorausschauend. Was Attac immer gesagt hat, was die Grundphilosophie ist und was der fundamentale Widerspruch zu Hayek ist, Kapitalverkehr, Handel, Kredite, Investitionen sind Mittel des Wirtschaftens. Ja, und die sind kein Selbstzweck. Und wenn die EU die Demokratie schützen möchte, dann muss sie sagen, eine Bank darf nicht größer als zum Beispiel 30 Milliarden Euro Bilanzsumme werden. Deutsche muss Bank eine Kreissparkasse werden. Muss eine Kreissparkasse oder höchstens ein bisschen größer. Und wenn andere Staaten es anders regulieren, dann gibt es keinen freien Kapitalverkehr. Dann haben diese Kolosse oder Monster keinen Zugang zum Verbrauchermarkt in der EU, der geschützt wird. Genauso mit dem freien Kapitalverkehr in Steueroasen. Der freie Kapitalverkehr ist der höchste Vertrauensbeweis. Den mache ich am Ende einer gelingenden und funktionierenden Beziehung und Kooperation. Als erstes, wenn ich jemanden kennenlerne, dann gebe ich nicht einmal gleich meinen Kontozugangsdaten preis, sondern erst, wenn diese Person das Vertrauen sich erworben hat, dann werde ich meine intimeren Geheimnisse und meine Kontodaten freigeben. Und genauso müsste zwischen Staaten der freie Kapitalverkehr der Schlusspunkt, der goldene Schlusspunkt sein. Aber wenn die Schweiz bewiesen hat, dass sie in Steuerfragen kooperiert, dann machen wir den Kapitalverkehr frei. Und wenn die USA bewiesen haben, dass sie ihre Banken auch klein halten, damit sie nicht zu mächtig werden, erst dann dürfen diese genauso kleinen US-Banken auch auf den europäischen Markt. Und wenn der Gesetzgeber, hier Fehler macht, dann gibt es ein einfaches Mittel, dass es hier besser gemacht werden kann. Nämlich, dass der demokratische Souverän, wir bleiben in der Demokratie, wir gehen sogar tiefer in die Demokratie, immer wenn das Parlament eine Lösung nicht optimal macht, kann die Bevölkerung aus eigener Initiative sagen... Wir machen so Volksbegehren. Genau, das machen wir ja gerade. Parlamentarische Bürgerinitiative am Parlament zu unterschreiben. Und was uns aber ist, was ist, wenn 1,2 Millionen unterschreiben, wie beim Gentechnik-Volksbegehren, und das Parlament sagt, naja, das gefällt uns nicht, wir machen das Gegenteil, wie beim Gentechnik-Volksbegehren. Das Parlament hat in Österreich das exakte Gegenteil gemacht, wie die 1,2 Millionen per Unterschrift eingefordert haben. Also 1,2 sind ja immer noch nicht die Mehrheit. Frau Kappel wollte schon da bin ich ganz bei Ihnen. Mehr direkte Demokratie, mehr Bürgerpartizipation, es geht genau in diese Richtung und da muss es auch hingehen. Ich bin aber auch für Leistung und eine Leistungsgesellschaft würde aus meiner Sicht darin bestehen, dass die erste Million die leichteste ist, dass jede weitere Million schon etwas schwieriger wird. Und dass ab irgendeiner Obergrenze dann Schluss ist, damit man nicht so wie der Herr Stronach sich einen ganzen Parlamentsclub kaufen kann und einen Fernsehsender kaufen kann, das zerstört die Demokratie und die Freiheit. Das ist ein illiberaler Zustand. Wir haben aber heute keine Leistungsgesellschaft, sondern heute ist die erste Million für 99% der Menschen in Deutschland und Österreich überhaupt nicht erreichbar. Die zweite Million ist schon bedeutend leichter. Bei der 101. Million fragt der Betreffende, wo ist meine Leistung? Und bei 1000 Millionen, wenn man die hat, dann muss man täglich 200.000 Euro ausgeben, um nicht reicher zu werden. Das ist eben derzeit die vollkommene Kontraindikation einer Leistungsgesellschaft. Und auch das wäre ein Punkt, den wir zur Diskussion stellen. Soll es überhaupt Kapitaleinkommen geben? Oder wäre nicht eine wirkliche Leistungsgesellschaft, in der man Einkommen nur noch gegen eine tatsächliche Arbeitsleistung erzielen kann? Wir fordern nur, dass diese Fragestellungen demokratisch diskutiert und entschieden werden sollen. Und wenn der Herr Reidel dann ein anderes Argument hat und die Bevölkerung überzeugt, dann werde ich als Demokrat das, was der Herr Reidel einspeist, unterstützen. Weil mir geht es nur um eine demokratische Wirtschaftsordnung im Unterschied zu der unbewussten und bewusstlosen Wirtschaftsordnung, die wir jetzt irgendwie haben, die nie jemand demokratisch beschlossen hat. Und der einzige Forderung der Gemeinwohlökonomie, letzter Satz, die einzige Forderung der Gemeinwohlökonomiebewegung ist, dass wir die Grundelemente einer Wirtschaftsordnung erstmals demokratisch diskutieren und entscheiden. Vor 20 Jahren war ein Zehntel des gesamten Weltwirtschaftsprodukts Derivate. 20 zu 2 Billionen. Im vergangenen Jahr war es das 20-fache dessen, was die Weltwirtschaft hat, in Derivaten. Das heißt, da hat sich ein Markt total verselbstständigt. Ist das ein Markt, in dem man sich überhaupt nicht hineinbegeben sollte, als Privater oder als öffentliche Hand? Nein, ich würde mich zuerst danach fragen, warum das so gekommen ist. Ich möchte anknüpfen an die Äußerung vorhin. Also in der Wirtschaft kann man doch nur Erfolg haben, wenn man Risiken kontrolliert eingeht. Es geht eben darum, die Risiken, jedes Unternehmen ist ein Risiko. Es kann gut laufen oder weniger gut laufen. Man muss die Risiken kontrolliert eingehen. Das tut man, wenn man Derivate verwendet, um die zugrunde liegenden Grundgeschäfte abwickeln. Jetzt ist natürlich eine dünne Trennlinie zwischen Spekulation und Risiko.
Ich glaube aber auch, dass die Spekulation relativ schnell aufhören würde, wenn diejenigen, die mit fremdem Geld spekulieren, mit mehr Eigenkapital selber dafür einstehen müssten. Dann würde sich das sehr stark aufhören. Die spekulative Verwendung dieser Instrumente, die eigentlich dazu gedacht sind, realwirtschaftliche Geschäfte abzuwickeln. Und dahin, denke ich, geht auch die ganze Diskussion um die Bankenregulierung, dass die Banken im Durchschnitt, je nach Risiko ihres Geschäftsmodells, mehr Eigenkapital aufbauen müssen, damit sie mehr von den Verlusten, die aus spekulativen Geschäften entstehen, eben selber tragen müssten. Und dann werden sie insgesamt zu einem vorsichtigeren Geschäftsfeld kommen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das muss ich leider sagen, dass die Banken in den letzten Jahren oft Produkte angeboten haben, die ich nicht immer verstanden habe, wie ich noch in der Realwirtschaft war. Mhm. Und in meinem Unternehmen haben wir das alles nicht gemacht. Aber es war mir nie klar, wie man so ein Risiko nehmen kann, auch wenn einen die Bank den Eindruck geweckt hat, das kann immer nur bergauf gehen. Mhm. Also bergauf meine ich immer nur eine Gewinnsituation. Ja. Ich war mal als Arbeitnehmervertreter in einem Aufsichtsrat einer Bank. Ich habe das schon in den 90er Jahren angesprochen mit den Risiken. Es wurde dann damit beantwortet, Herr Rixinger, wenn der Himmel einstürzt, sind alle Spatzen tot. Ansonsten kann uns nichts passieren. Mhm. Also wie fahrlässig da auch von Management der Banken mit umgegangen ist, sieht man in so einem Spruch. Insgesamt ist ja der Highway-Kapitalismus halt ein Spielcasino, mhm, der mit Spekulation arbeitet und im Prinzip auch mit Umverteilung arbeitet. Man muss ja auch immer wieder die Frage stellen, wo kommt das Geld eigentlich alles her, das da auf den internationalen Finanzmärkten kreist und umgeschickt wird. Und da kann ich mir eben gut vorstellen, dass die eine oder andere Finanzbeamtin sagt, okay, wenn alle spekulieren, dann machen wir halt auch mit. Mhm. Ja, und im Prinzip liegt der Fehler aber darin, dass das überhaupt möglich ist. Und wenn wir über Regeln sprechen, dann würde ich einmal nachfragen, wieso dürfen denn diese ganzen Derivate da überhaupt in Umlauf kommen? Diese Entwicklung ist in gewisser Weise auch ein Regulierungsversagen. Ja, wenn in Amerika Wohnungskredite... Ein Versagen oder eine bewusste Ausschaltung der Regulierung? Ja, also eben eine nicht ausreichende Regulierung für die Eigenkapitalunterlegung auf breiter Front. Ich glaube auch, dass diese Leveraging und übertriebene Vermögensbildung im Finanzsektor in der Zukunft nicht mehr so sein wird. Leveraging heißt dieser Hebel, den wir besprochen haben. Der Hebel, ja, dass sich das zurückbilden wird mit mehr Eigenkapitalunterlegung. Und zwar auf breiter Front. Es müssen auch Haushalte, die ein Eigenheim kaufen, eine Einlage machen, 30% selber zahlen. Das ist ja in Amerika nicht passiert. Wenn das passiert, werden auch die Immobilienpreise, die Gefahr von Immobilienblasen sehr viel geringer sein, wenn die Haushalte dann nicht das übertrieben werden. Das Problem ist, Frau Kappel, dasselbe auch bei Unternehmen, wo die Überschuldung groß ist, und dasselbe auch bei Banken. Ja, wenn man mit ganz wenig Eigenkapital und viel Fremdkapital das heben kann, dann steigt natürlich die Gefahr der Spekulation und auch die Gefahr der Preisbildung, dass unheimliche Vermögenswerte entstehen, die losgelöst sind von der Realwirtschaft. Nur in der Finanzwirtschaft brauchen wir, und da glaube ich, herrscht Übereinstimmung, neue Regulative, nicht nur für die Institutionen, natürlich mit Eigenkapitalunterlegung, sondern auch für die Produkte. Wir waren uns aber vorhin schon einig, ja, dass die Privatwirtschaft nur dann gut funktionieren kann, wenn auch der regulatorische Rahmen stimmt. Den braucht es in manchen Bereichen weniger, ja, wie die privaten Märkte, die wir jetzt diskutiert haben, und in anderen Bereichen mehr, beispielsweise im Finanzsektor. Mhm. Ja, weil die Banken nämlich alle systemisch aneinander gekoppelt ist, ist es einfach für das System als Ganzes, kann es eine Riesenkatastrophe werden, wenn eine einzelne Bank ausscheidet. Und das muss man dann, deshalb wird der Staat dann erpressbar, indem er einspringen muss. Deshalb braucht es in dem Bereich eine Regulierung, höhere Eigenkapitalkosten, damit die Folgen eines riskanten Wirtschafts auch selber getragen werden kann. Und mit der Regulierung, wenn die richtig austariert ist, wird auch der Bankensektor wieder zum Wachstum in der Wirtschaft beitragen, ohne dass ihm vorgeschrieben wird, wie er das genau machen muss. Diese Autonomie gehört in das Management. Es sind im Wesentlichen Preiswetten auf die zukünftige Preisentwicklung von Wertpapieren, Aktien, Rohstoffe, Währungskurse, Kredite, was auch immer. Wichtig ist, diese massive Entwicklung hat erst Mitte der 90er Jahre eingesetzt, ist auch höchst konzentriert bei einer Handvoll Banken, die in allen Derivatkategorien, Kreditderivate, Zinsderivate, Währungsderivate, Rohstoffderivate,
jeweils 80-90% Weltmarktanteil besitzen. Und die sind politisch so mächtig, dass sie nicht reguliert werden. Es ist 1998 schon, ist schon einmal fast das gesamte Weltfinanzsystem zusammengebrochen, weil sich zwei Nobelpreisträger für Risikomathematik, die haben einen Hedgefonds aufgesetzt, haben mit 5 Milliarden Dollar Eigenkapital, haben sie das aufgehebelt mit Derivaten auf 1,25 Billionen Dollar. Und da hat dann die Federal Reserve mit Zusammenhang mit einer ganzen Reihe von den größten Privatbanken einspringen müssen, um das Weltfinanzsystem vor einem Kollaps zu retten. Gehebelt heißt, damit man das auch. Ich habe eine Wette auf 1 Milliarde, setze aber in Wahrheit nur 100.000 Euro ein. Und genau, und der Wert, ist viel höher, der damit in Bewegung kommt, aber auch das Risiko. Genau, 125-fache. Und ganz wichtig, obwohl hier bereits das Weltfinanzsystem um ein Haar zusammengebrochen wäre, wurde dann 1999 ein bereits vorbereitetes Gesetz in den USA zur Regulierung der Derivate nicht verabschiedet auf den Druck der Lobbys. Und in der EU wurde 1999, also danach, der Finanzbinnenmarkt eingerichtet. Und bei der Einrichtung des Finanzbinnenmarktes wurde überhaupt keine EU-weite Finanzmarktaufsicht eingerichtet. Und die hätte verhindern müssen, a, dass die Banken zu groß und zu mächtig werden, und b, hätte sie diese, das sind ja Risikotechnologien, die Finanzderivate, dass sie vor der Inumlaufbringung geprüft werden. So wie Medikamente, wie Pharmazeutika, wie Chemikalien. Jedes Auto muss zum TÜV, bevor es in den Verkehr darf. Aber diese finanziellen Massenvernichtungswaffen, das ist ein wörtliches Zitat von Warren Buffett, einem dem drittreichsten Mann der Welt, die kommen vollkommen ungeprüft in Umlauf, weil es ja nicht einmal eine Finanzmarktaufsicht gibt. Und das ist der springende Punkt. Warum gibt es die nicht? Wir müssen die Märkte, insbesondere die Finanzmärkte, besser regulieren. Sowohl die Institute, die Organisationen, als auch die Produkte, die auf diesen Märkten angeboten werden. Also und da können wir uns wirklich, wirklich auch in Europa an der Nase nehmen und sagen, wir brauchen in diesem Bereich bessere und effektivere Regulierung. Nochmal systematisch, es hätte gebraucht eine Finanzmarktaufsicht, die Finanzderivate zulässt, nämlich nur solche, die kein systemisches Risiko darstellen. Es ist ja nicht nur ein individuelles Risiko, was man eingeht, sondern auch ein systemisches Risiko, das man verursachen kann. Das heißt, dass das Ganze kracht, ist das systemische Risiko. Was schon mehrfach mit Derivaten passiert ist. Immobilienblase ist das nächste. Ja. Und wenn dann zum Beispiel in der EU bestimmte Derivate, jetzt zum Beispiel Immobilienderivate, nicht zugelassen sind, dann dürfen die natürlich auch nicht importiert werden über den freien Kapitalverkehr. Und dann hätte sich die EU nicht anstecken können mit der Immobilienkrise. Die zugelassen sind, da würde ich dann beim Herrn Keuschnick zustimmen, könnte man eine bis zu 100%ige Eigenkapitalunterlegung machen. Und dann wäre das individuelle Risiko zumindest mal auf der Welt geschafft. Drittens könnte man sagen, es dürfen nicht die Banken damit Geschäfte machen, sondern nur bei beaufsichtigten Börsenplätzen. Dann reduziert man das Risiko weiter und ein absolutes Derivate an Berührverbot für öffentliche Gebietskörperschaften. Also hat sich da nicht ein Angebot der Banken entwickelt, das praktisch für die Banken risikofrei ist und für die diese Wetten eingehen, ein Risiko sind? Es müssen natürlich auch die Nachfrager stets sich bewusst sein, welches Risiko eingeht. Das gilt insbesondere auch für die Veranlagungsabteilungen der öffentlichen Hand. Denen werden sind ja die überfordert? Bitte? Sind die überfordert in diesem Geschäft? Das mag so sein. Sie sollen ja Steuergelder verwalten und dann gilt in erster Linie mal da der Grundsatz, dass diese Gelder sicher verwaltet werden. Ich glaube, dass die soziale Marktwirtschaft dann gut ist, wenn sie erreicht, mit der richtigen Regulierung mal den Kuchen, der verteilt werden kann, vorher möglichst groß zu machen und dann nachher, die Marktwirtschaft tendiert natürlich auch immer zu Ungleichheit, brutto, dass wir dann nachher einnivellieren und zwar relativ erheblich. Wie wir vorhin, die Zahlen stammen übrigens aus dem Sozialbericht der Regierung, das passiert in erheblichem Ausmaß, weil die obersten 10% der Steuerzahler fast 50% des Einkommen- und Lohnsteueraufkommens bezahlen. Das ist ja bis 30%, die Mehrwertsteuer ist schon viel höher, die Gesamtabgabenlast. Fünftel der Bevölkerung, jetzt kommt die andere Zahl, ja, das oberste Fünftel, das reichste Fünftel der Bevölkerung erzielt tatsächlich etwa 47% des Markteinkommens vor allen Steuern. Das wird dann auf etwa 35% Anteil runtergekürzt, während das unterste 20% nur 2% der Markteinkommen verdient. Das wird auf 11% angehoben. Da wird ein Abstand vor Steuern und Sozialausgaben vom 23-fachste auf das 3-fachste heruntergestaucht. Da kann man sagen, wir haben einen Sozialstaat gebaut, Steuer- und Transfermechanismus, der ganz gewaltig die Einkommen nivelliert.
in der Verteilung des verfügbaren Einkommens, das die Haushalte dann nachsteuern und mit Berücksichtigung der Transfereinkommen und Ersatzleistungen haben, haben wir eine wesentlich gleichmäßigere Einkommensverteilung wie der europäische Durchschnitt. Ja. Wie viel man umverteilt, ist in erster Linie auch eine weltanschauliche Sache, nicht? Deshalb werden manche Länder streben ein egalitäres Gesellschaftssystem an, wie die nordischen Staaten beispielsweise. Da wird das sehr viel mehr ausgebaut und andere weniger. Genauso wie bei uns in Österreich ja ständig ein politischer Kampf darüber ist, wie weit man die Umverteilung treiben soll. Ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort. Wir wissen doch, in Europa sind die Steuern für Vermögende und Reiche insgesamt um über 10 Prozentpunkte gesenkt worden. Der Staat verzichtet freiwillig auf Einnahmen. Und diese Einnahmen werden doch aber nicht investiert, sondern die wurden tatsächlich auf die internationalen Finanzmärkte transferiert und haben den Märkten, den Binnenmärkten, praktisch tatsächlich Einkommen entzogen und haben die Spekulation auf den internationalen Kapitalmärkten befeuert. Und deshalb ist doch in der Tat eine dramatische Einkommensverschiebung eingetreten. Und ich meine, speziell in Deutschland, da habe ich die Zahlen parat, sind quasi die Körperschaftssteuer, also für Aktionäre und für GmbHs und so weiter, um 40 Prozentpunkte gesunken. In ganz Europa sind die Steuern für Reiche und Vermögende gesunken. Vielleicht ist Österreich eine Insel, da kenne ich mich zu wenig aus. Gleichzeitig sind die Geldvermögen... Die Umverteilung funktioniert bei uns besonders gut. Nicht? Gleichzeitig sind die Vermögen in wenigen Händen dramatisch gestiegen. Ja. Ich meine, Sie müssen ja immer über die Ursachen dieser ganzen Spekulation mitreden. Ich nehme ja wohlwollend zur Kenntnis, dass Sie auch dagegen sind. Aber dann muss man auch die Ursachen beseitigen. Und eine Ursache ist natürlich die ungerechte Einkommensverteilung. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, gibt den Banken um 1% Zinsen. Geld, und zwar eine Billion. Über eine Billion. Ja, 500 Milliarden. Und was machen die Banken damit? Nicht das, was an sich die Absicht ist, dass die Klein- und Mittelbetriebe sondern sie kaufen Staatsanleihen und kassieren 7% dafür. Genau. Da ist irgendwo der Wurm drin. Und das muss den Nationalbankchef doch auch zu denken geben, oder? Ich rede mit vielen Kollegen, mit vielen Unternehmern, gerade im KMU-Bereich, die sagen, es ist sehr, sehr schwierig, heute für Unternehmen, für kleinere und mittlere Unternehmen, sich von der Bank Geld zu holen, sich über die Bank zu finanzieren. Deshalb brauchen wir alternative Finanzierungsmethoden. Wie kann es denn sein, dass die EZB die Geschäftsbanken mit viel Geld ausstattet, für günstige Zinsen, und dieses Geld in der realen Wirtschaft, nämlich bei den ganzen kleinen und Mittelbetrieben, nie ankommt? Ja. Wie kann es denn sein, dass es auf europäischer Ebene Transfers gibt, die jetzt nach Griechenland gehen und die in Griechenland bei den Menschen, ich glaube, Sie waren kürzlich in Griechenland, nicht ankommen? Da haben wir eine Fehlentwicklung. Und diese Fehlentwicklung, die müssen wir bekämpfen. Das Misstrauen der gesamten Bevölkerung gegen diese globale Zockerei ist explodiert. Und wenn die Märkte alles regulieren, dann sehen wir ja, was dabei rauskommt, nämlich die fast völlige Ausrottung der Textil- und Schuhindustrie. Und das hat nicht nur die Folge, dass wir dann Zehntausende Arbeitslose haben, sondern auch, dass wir das Know-how der Schuh- und Textilindustrie, das ohne jeden Zweifel zu den Besten der Welt gehört hat, zur Gänze verlieren. Herr Stadinger, das klingt jetzt sehr brutal, was ich sage. Das ist eine Folge der internationalen Arbeitsteilung. Da lassen Sie mich aussehen. Wir haben leider die Schuhindustrie verloren, weil wir zu teuer waren. Aber was haben wir gewonnen? Wir haben die Maschinen gewonnen, die Textilien machen, und haben Maschinen exportiert. Wir haben viel höherwertige und in der Lohneinkommensgruppe höhere Arbeitsplätze geschaffen als die billigen Textilarbeiter. Dafür haben wir 100.000 Arbeitslose als Bodensatz, die den Computerführerschein nicht machen werden und. Und warum sind wir so teuer? Weil wenn wir einen Schurk in Schrems machen, dann haben wir pro Paar allein an den Löhnen der Arbeiterinnen 10 Euro Lohn Nebenkosten pro Paar. Ja, der chinesische Schurk hat bis vor zwei Jahren Abgaben von 1,25 Euro gehabt. Wie gehen wir um mit der Chancengleichheit? Die Abgaben vom chinesischen Schurk sind auf null gesenkt, während unsere Abgaben nicht dramatisch, aber leicht weiter steigen. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Ausrottung der Schuh- und Textilindustrie bei uns. Und es ist unerträglich, wie diese Finanzmärkte in alles hineinregieren. Und der Mensch ist zuallererst ein soziales Wesen. In unserem Fall heißt es so, wenn wir die Hälfte der Schuhmacher aussehen,
dann haben wir um 300.000 Euro mehr Profit. Wir wollen das nicht. Wir pfeifen auf den Gewinn oder auf die Gewinnvermehrung, weil wir zusammenarbeiten wollen, weil wir als Gruppe einen Zusammenhalt haben und weil wir uns gern haben und weil wir auch Verantwortung für unsere Lehrlinge und Familien spüren. Von 22 Lehrlingen in Schuhmacherlehrlingen in Österreich sind 6 von uns. Und da glaube ich, das ist nicht das, was wir als Gesellschaft wollen. Es tut gut, wenn wir die Lebensräume, in denen wir leben, verstehen, wenn wir wissen, woher unser Essen kommt, wenn wir wissen, woher unser Gewand kommt, wenn wir wissen, woher die Schuhe kommen. Und wenn das alles von China kommt, dann werden wir ärmer, auch wenn wir finanziell reicher werden. Und zu einem lebenswerten Raum gehört mehr dazu als Geld. Und dass das gute Leben gelingt, das braucht vieles. Und wir sind ohne Zweifel sowas wie ein Labor in unserer Gesellschaft. Und es wanken ja nicht nur die Finanzmärkte und das Bankwesen, das Sozialsystem, das Pensionssystem, das Bildungssystem, das Gesundheitswesen, alles wankt. Und es braucht Leute, die den Schritt voraus sind und die in einer laborähnlichen Situation was ausprobieren. Wie könnte es denn anders gehen?